Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wie ihr seht, bin ich gerade erstmal auf dem Weg zum Turm da vorne, wo wir hin müssen. Da ich im letzten Part mein Versprechen nicht einhalten konnte, will ich dies jetzt auf jeden Fall so schnell wie möglich jetzt in diesem Part machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall, wie ich es gerade erwähnt habe, so schnell wie möglich jetzt zum Turm gehen. Und also nicht jetzt geradewegs hier, sondern auch mal trotzdem ein bisschen was erkunden. Aber irgendwie nervt der eine Doktor mich gerade. Er muss ausgeschaltet werden. So, perfekt. Okay. Was er jetzt alles mitgebracht hat, das will ich jetzt schon haben. Und außerdem ist das sogar eine Schatztruhe. Okay, die will ich doch haben. Ein Octorok-Tentakel. Unverwechselbares Anhängsel eines Octoroks. Der Tentakel ist zu bitter, um ihn zu essen. Wird aber zur Zubereitung von Medizin hochgeschätzt. Gut, dass wir das jetzt wissen. Okay, mal schauen, was in dieser Holztruhe drin ist. Wir könnten uns das Ganze auch sparen und die Truhe einfach kaputt schlagen. Hatte ich sogar auch schon mal gemacht. Das war aber, wo ich es privat gezockt habe. Aber gut. Jetzt haben wir das Ziel verloren. Da vorne ist es. Ich habe das Gefühl, dass der Wächter noch aktiv sein könnte. Oder? Okay, doch nicht. Eine antike Feder. Solche Federn wurden in Maschinen der untergegangenen Zivilisation verbaut. Egal wie weit man sie dehnt, sie geht nicht kaputt. Sie ist so leicht, dass sie auf Wasser schwimmt. So. Eine kleine Anmerkung, hoffentlich kann man mich auch gut verstehen. Ich habe mal mit ein paar Testaufnahmen gemacht, weil ohne Testaufnahmen mache ich keine richtige Aufnahme vorher, weil das muss alles sitzen. Und ja. Ach so, hier geht's wieder ab. Warte mal, wie viele Bomben? Okay, Feuerpfeile. Haben wir vielleicht explosive Fässer oder so zufällig in der Nähe? Nee, leider nicht. Okay, wir müssen das anders machen. Wir werden so oder so erkannt, habe ich so das Gefühl, aber... Dann müssen wir es doch etwas vorsichtiger machen. Eigentlich wollte ich jetzt komplett durchrennen, aber... Nee, nee, das ist das nicht... Nee, nee. Ich versuch's jetzt einfach. Headshot! Was für ein Luck! Okay, damit habe ich jetzt sogar nicht gerechnet. Okay, dann... Auf sie mit Gebrüll, mit... Feuerfallen! Gut. Okay, ich will doch wieder wechseln. Ja, dann wird das zu viel. Hat sich das gelohnt? Ich weiß es nicht. Oh, ja, chill mal. Nein, keine Schilder. Eine Mobkeule. Warum? Also jetzt also. Komm. Komm, 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 komm. Greif an, greif an, greif an. Okay, das war jetzt ein bisschen zu weit, aber Link kriegt das trotzdem hin. Jetzt gibt's aufs Maul. Du bist tot. Ich muss das wohl öffnen. Perfekt. Puh. Mal schauen, was drin ist. Ein Bocklenherz. Okay. Eine sehr, sehr seltene Zutat, die du nach dem Besiegen eines Bocklen erhalten hast. Es pocht noch sachte vor sich hin. Alles klar. Ob es wohl für irgendwas gut ist? Vielleicht. Ach, nochmal eine kleine Entschuldigung, bevor ich es vergesse. Ich konnte, weil der letzte Part ist wieder 3 Tage her. Ich konnte in den letzten Tagen nicht so viel was aufnehmen, weil ich eine unpassende Zeit zum Arbeiten hatte. Ich hatte Nachtschicht und ja, tagsüber muss man dann dafür schlafen und so viel hatte ich dann auch nicht Zeit zum Aufnehmen. Geiles Deutsch mal wieder, perfekt! Und ja, hoffentlich könnt ihr das nachvollziehen und ja, hoffe ich für euch. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Aber mal schauen, vielleicht wird der Part auch heute kommen, wenn ich schnell bin. Und hier ist noch Röstbarsch, 1,5 Herzen. Geröstet schmeckt er weniger fischig und füllt obenrein mehr Herzen auf als im roten Zustand. Ne, im rohen Zustand.
Müssen wir trotzdem ein bisschen schnell machen. Weil, wie gesagt, ich will zum Turm. Dann wird es halt wieder in 30 Minuten brauchen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja, warte mal, das war jetzt etwas schwach. Viel zu schwach. Jetzt aber. Perfekt. Oh, sogar 5 Pfeile nochmal. Wie viele haben wir jetzt gerade? Also, wir sind schon flüssig, würde ich sagen. Ah, ne, ich habe ja schon die Monstertruhe geöffnet. Ja, gut. Dann hol ich mir nochmal das lecker Grillwild, was es manchmal immer so gleich zu finden gibt. Und wir gehen weiter. Das Ziel ja nicht aus den Augen verlieren. Feuermodul benutzen. Und weiter geht's. Auf jeden Fall auf zum Turm. Definitiv. Ich werde aber trotzdem so auf dem Weg. Dann komme ich wieder. Ich will dahin. Ich will zum Block. Danke sehr. Auf jeden Fall, wenn wir auf dem Weg sind, werde ich trotzdem so ein kleines bisschen dann noch erkunden. Und das werde ich dann nach dem Turm machen, auf jeden Fall. Mal schauen. Am besten ist jetzt erstmal das Hauptziel, zum Turm zu gelangen. Um einen weiteren Kartenbereich freizuschalten. Aber wie gesagt, Tonqualität und alles müsste eigentlich okay sein, denke ich mal. Ich muss immer noch herausfinden, weil man kann ja immer noch ein leichtes Rauschen hören. Okay, nicht jetzt, wenn ich jetzt rede, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt entweder nicht rede oder wenn jetzt irgendeine Sequenz kommt oder irgendwas oder so, dann kann man schon das Rauschen hören. Ob das jetzt wenig ist oder recht laut, das ist ja egal, man kann trotzdem Rauschen hören und ich möchte es eigentlich vermeiden. Oder vielleicht gibt es auch den einen, irgendeinen anderen von euch, den es nicht stört, dann lasse ich es halt drinne. Wie in den letzten Parts eigentlich. So, mal schauen. Hoffentlich sieht er uns nicht. Ich könnte ja jetzt schon mal versuchen, Pfeil dann zu schießen. Ja. Am besten ein Headshot, das wäre perfekt. Perfekt. Warum nicht gleich so? Ich glaube, ich habe Aim. Wenn mich nicht alles andere täuscht. Aber manchmal ziele ich wirklich ungenau. So, wie sieht es beim Turm aus? Auf jeden Fall kann man sich da immer gut abstützen. Das ist sehr gut. Ah, das ist sogar sehr perfekt jetzt hier gerade. Dann machen wir doch mal hier kurz das Stopp und Feuerpfeile rein. Mega Explosion erfolgreich. Okay. Und der ist ja noch übrig. Gibt einfach mal ein paar Headshots hier hintereinander. Und dann komme ich wieder auf. Nehmen wir mal das Schwert in sich. Okay, nee. Okay, dann machen wir es so. Gibt es sowieso immer wieder doppelten Schaden. Da passt das ja. Kommen wir nochmal den üblichen Stuff nochmal zugeschmissen. Das ist auf jeden Fall neu. Ein Flederbeiß-Auge. Deine Trophäe aus einem Flederbeißerkampf. Als Kochzutat scheint das Auge nicht so zu taugen. Aber vielleicht findest du irgendeinen anderen Verwendungszweck dafür. Ja, auf jeden Fall. Medizin irgendwie. Denkt mal schon. So, die letzten paar Meter bis zu unserem Ziel. Naja, Hauptziel dieses Parts. Nenn ich es mal so. Sonst machen wir wieder irgendwas. Und dann ist dann wieder fast eine halbe Stunde weg. Und dann bin ich immer noch nicht beim Turm angelangt. Deswegen will ich das jetzt mal direkt abschließen, bevor das in diesem Part abgeschlossen haben. Ja. Klang jetzt trotzdem ein bisschen schön. Ein Hyrule-Barsch. Gewöhnlicher Fisch, der sich in fast allen Gewässern Hyrules tummelt. Er ist auch roh genießbar. Zubereitet füllt er jedoch mehr Herzen auf. Naja, wenn man alles schön röstet, beziehungsweise kocht, dann passt das schon. Na, was ist denn jetzt? Kannst du nicht mal da hochklettern? Regnen tut's auch nicht, also. Was soll denn das? Schon wieder! Hallo, was ist denn los? Kratzt du jetzt nichts oder was? Gut, dann machen wir es halt so. Wenn du es halt anders irgendwie nicht kannst, gerade, aus welchen Gründen auch immer. Gut, jetzt machen wir wieder normal weiter. Ich habe auch jeden Part immer welchen dämlichen Versprecher. Egal. Turm der Zwillingsberge.
Jetzt sind wir wenigstens da beim Turm. Juhu, endlich. Wird ja mal Zeit. Gut, dann erklimmen wir diesen Turm. Und haben es zum Glück geschafft, ihn zu erreichen. Ja, doch lieber nicht so viel Ausdauer verschwenden. Na, ein bisschen schon, aber dann hier. Für einen kurzen Stopp. Dann auf jeden Fall. Immer wieder eine kleine Pause. Und weiter geht's. Ist auf jeden Fall machbar. Aber wenigstens haben wir es dafür heute geschafft. Der Bart wird es danach jetzt nicht beenden. Also ich werde da schon noch was dranhängen. 12 Minuten ungefähr. Also dann danach. Ja, dann ein bisschen lächerlich, würde ich sagen. Also, naja. Ja, ein bisschen zu wenig für den Part, ne? Okay, da wird das nicht so lange dauern mit exportieren und hochladen dafür. Das wäre dann der einzigste Vorteil, aber das wäre dann zu wenig im Part gezeigt und ne, das möchte ich euch jetzt nicht antun. So, da sind wir jetzt mal in der Spitze angelangt. Yay! Könnte ich wenigstens diesmal mein Versprechen erfüllen. Turm wurde erfolgreich aktiviert. Ein weiterer Turm, der als Teleportziel zur Verfügung steht. Und wieder diese merkwürdiger Tropfen. Und ja, gut. Dam, dam, dam. Daran merkt man, ab jetzt wird es etwas größer. Und das ist auf jeden Fall viel, viel größer als das vergessene Plateau. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Zusammen mit den Kartendaten wurde eine neue Funktion übertragen. Und die wäre was? Schrein oder was? Ah ja, genau. Shika-Sensor, Schreine suchen. Wenn du dich Schreine näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Geh in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Drücke auf dem Kartenbildschirm Y, um ihn ein- oder auszuschalten. Ist auf jeden Fall sehr gut. Auf jeden Fall brauchbar, definitiv. Später wird es sogar noch cooler mit dem Shika-Sensor Plus, aber dazu irgendwann mehr. Der Shika-Sensor wurde aktiviert. Perfekt. Neben der Minikarte ist jetzt ein Sensorsymbol zu sehen. Du kannst Schreine finden, indem du die Richtung gehst, indem du in die Richtung gehst. Ja, das war gut ausgesprochen. In der es am stärksten ausschlägt. Es wäre da schon ungefähr in der Nähe sogar. Wo ist dann noch so ein Schrein? Da wird schon noch einer zu finden sein. Ja. Auf jeden Fall müssen wir da hin. Und da ist auf jeden Fall Kakariko. Genau. Na, genau. Genau. Ja, da habe ich ja schon einen Stempel dran gesetzt. Für einen Schrein. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt erstmal zum Glück. Hauptziel dieses Parts auf jeden Fall geschafft. Das können wir ja noch ein bisschen erkunden, bevor wir noch so richtig an unserem Hauptziel hingehen müssen. Jetzt ist halt das nicht straight direkt zu Kakariko hinlaufen. Teilweise. Aber ein bisschen erkunden will ich auf jeden Fall. Na komm, fällt nicht runter. Ich will jedes Material mitnehmen. Verdammt. Ja, die Ziege hat sich einfach mal so nach unten geglitscht. Ja, kann man machen, ne? Du gehst mal weg. Du gehst mir auf die Nerven. Deine anderen Kumpanen, die könnte ich eigentlich auch mal. Ja. Ein paar Materialien, die können ja mal kaputt gehen. Komm! Ah ja, ernst?
Na gut, mache ich mit dem Eisen mal. Geht wenigstens schneller. Es könnte auch mal was Besseres rauskommen. Naja, Steinsalz ist auf jeden Fall was Neues. Diese Kristalle sind Überreste eines längst verschwundenen Ozeans. Universalgewürz, das in viele Gerichte gehört. Pur ist es allerdings ungenießbar. Ah, das sowieso. Das kommt dann sowas Ähnliches dann auch raus wie dubiose Matsche. Und so viel möchte ich auch nicht davon. Meine Lese ist ein Schrein. Der ist da oben. Vor allem sind da ganz oben bei den Zwillingsbergen 3 Schreine. Es ist ein beschissenes Rätsel auf jeden Fall bei den beiden. Aber zu dem Zeitpunkt könnten wir da sowieso nicht hoch. Erstens Ausdauer. Und zweitens habe ich jetzt nicht irgendwas gekocht oder irgendwas anderes gemacht oder so, mit der wir erweiterte Ausdauer haben. Also ist das momentan erstmal noch nicht möglich. Aber gut, dass ich erstmal so eine Stelle gesetzt habe. Aber auf jeden Fall ist hier schon mal ein Tempel. Ach, ein Schrein. Ich bin doch dumm. Ridahi-Schrein. Ich weiß gar nicht, was da zu lösen ist. Naja, bin mal gespannt. So genau weiß ich es jetzt auch nicht. Weil ich privat spielen und so. Ja. Und ja, das war beabsichtigt. Was besondere Waffen. Manchmal erhältst du Waffen, die viel haltbar oder stärker sind als. Die Texte gehen viel zu schnell weg. Na gut, egal. Und intakt. Ach ja, okay, gut. Jetzt weiß ich wieder Bescheid. Wir müssen auf jeden Fall hier auf den Schalter drauf, dann rollt die Kugel nach unten, die wir dann dadurch aktivieren, dann kommt die Plattform zu uns, wo wir dann drauf müssen, um weiter zu gelangen. So genau weiß ich es jetzt eigentlich gar nicht, aber ja, komm, ich mach das so. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht, aber ist jetzt auch egal. Hat jetzt oben überhaupt das noch irgendwas? Nö, also wieder runter. Weiteren Schalter aktivieren, um die eine Kugel. Ah ne, im passenden Moment. Okay, gutes Timing. Und die Kugel rollt. Die Kugel rollt hier ins Loch hinein. Oh, ich hätte vorher auf der Plattform stehen sollen. Okay, das war jetzt ein bisschen dämlich. Gebe ich zu. Aber jetzt. Beweg dich, Plattform. Bitte. Danke. Gut. Ja, so viel passiert ja da sowieso nicht so viel. Einfach nur Plattform zu Plattform weiterhin aktivieren, dann immer die Kugel rollen lassen. Am besten so. Okay, first try luck. Mann, schon wieder. Ich check aber auch gerade gar nichts, ne? Kommt noch wahrscheinlich von dieser Nacht. Danach habe ich sowieso nicht geschlafen. Egal. Soll es auch nicht darum gehen. So, wie komme ich zur Truhe? Ganz hinten waren ja noch irgendwelche Kisten, ne? Wie habe ich das gemacht? Ich glaube, ich weiß wie. Die dümmste Art und Weise. Ob man da so normalerweise auch rankommt oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich das so gemacht. Okay, gut, dann holen wir mal das Magnetmodul raus. Und brauchen die 2 Fässer. Vielleicht kann man das so normal. Nein, das geht jetzt. Nein, du bleibst da oben. Du fliegst jetzt nicht runter. Sonst war's das. Kameraperspektive, danke. Schnell hier hochklettern. So, mal schauen, ob das überhaupt was bringt. Kamera, hallo! Das ist aber manchmal ein richtiger Fail, irgendwie mit der Kamera, oder? Habe ich so das Gefühl. Kamera will irgendwie, keine Ahnung, hat ein Eigenleben und bestimmt selber bei uns. Wo, Vorsicht. Nein! Alter! Mach doch, stell's doch einfach ab! Gut, aber nicht wegrollen, ne? Ist wichtig. Also.
Vielleicht doch noch etwas nah genug ran am besten, ne? Ja, so schon irgendwie, ja. Und am besten, damit wir komplett drauf können. Ja, nein, nicht bewegen, das soll schon so stehen bleiben. Aber mal schauen, ob das was gut klappt, beziehungsweise ob das funktioniert. Hoffentlich. Oh, das ist so... Nein, 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 nein. Fall jetzt ja nicht runter. Ja nicht. Na, warte mal, vielleicht funktioniert das auch ein kleines bisschen anders. Wenn es funktioniert. Wäre super. Richtig super. Irgendwie die Fässer ein bisschen versetzt hinstellen oder so, ob das irgendwie funktioniert. Damit ich irgendwie auf den einen Fass kurz draufbleiben kann und dann irgendwie so weiterklettern kann. Ja, 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 sieht gut aus, sieht gut aus. Nein, sieht doch nicht gut aus. Oh, nein, nein! Gut, weg. Leck nicht. Dann halt nicht. Schon zu einem späteren Zeitpunkt halt den Tempel. Soll mich das jucken? Nö. Sei denn, es ist was Krasses drin, dann. Ja! Dann bin ich so richtig. Ja. Ihr wisst schon. Ja, ja, ja. Ist sowieso immer dasselbe, was ihr mal labern. Nur mit einem anderen Namen. Also. Regen, es gibt Tiere und Pflanzen, die sich nur an regnerischen Tagen zeigen. Okay, gut, ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ach, mal laden vielleicht? Okay, gut. Was haben wir noch so? Gerüchte. Tief im Wald soll es einen Geist in Form annehmen. Warum lese ich überhaupt, wenn es sowieso schnell wieder weggeht? Tuh. Puh. Jetzt echt mal. Nee, nee, nee. Jetzt sind wir durch die Exile-Force am Start. Aber mit denen möchte ich mich jetzt nicht so groß anlegen. Deswegen lassen wir das mal. Marschieren wir einfach weiter. Ja, irgendwo ist ja auch irgendwo da oben ein Schrein. Wie gesagt, da oben bei den Zwillingsbergen, also an den Spitzen, sind 3 Schreine. Und die sind eigentlich sogar recht gleich. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, normale Pfeile auf jeden Fall. Da haben wir 25 Stück davon. Metallklumpen benutzen. Ob der jetzt irgendwas bringen könnte, weiß ich nicht, aber ich versuche es einfach mal. Wird zwar jetzt ziemlich dämlich, was ich jetzt anstelle, aber gut. Ah ne, wobei, das war doch ein Fehler. Deswegen holen wir schnell die Feuer. Komm weg mit dir! Okay, Waffentasche ist schon voll. Vorausset, das Schwert hat genauso viel Stärke. Hier kommt der Werfer die eine Bockkeule raus. Kriegt sowieso hier zusammen, also nehmen wir gleich die hier. Die Neuheit. Ne, 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 ne. Geh weg. Du hast hier nichts zu melden. Und du genauso. Du fühlst dich aber ganz cool. Wow, wow, wow. Wir werden jetzt bestimmt wieder fast gestorben. Ich würde es gerne mitnehmen, aber ne, egal. Gut. Und Monster-Truhe ist wieder bereit. Ich hätte es fast Monstertasche gesagt. Oh Mann, ey. Richtig dumm. Okay, gut. So. Ballast. Kein Ballast, deswegen ist was Gutes drin im Bumerang. Naja, gut. Auf jeden Fall müssen wir das so oder so öffnen und mitnehmen. Also, ja, bleibt jetzt erstmal keine Hand der Wahl. Eigentlich ziemlich üblich. Wie ein Bumerang. Man kann auf jeden Fall als Waffe benutzen. Einfach so umherschwingen und hoffen, dass man im richtigen Timing. Oder man spammt die ganze Zeit A, um einfach so den Bumerang zu fangen. Wie ich es gerade getan habe. Gut, wo sind wir denn hier überhaupt? Ne, warte mal. Erstmal ein bisschen abchecken hier. Ah, verdammt. So, jetzt aber. Ah, ich laufe jetzt einfach weiter.
Und wir haben einen Stall gefunden. Auf jeden Fall war das höchste Zeit, dass wir dann ein Wildpferd fangen. Hier ist sogar noch einer. Da können wir eigentlich auch sogar easy rein, finde ich. Machen wir es erstmal so. Machen wir den als Teleportziel erstmal. Nee, komm, wir machen den erstmal auf der Karte hier freischalten. Einfach nur in der Nähe. Das reicht auch so schon. Perfekt. Stall der Zwillingsberge übrigens heißt es. Und ja, ob man auch anders rankommen kann, keine Ahnung, aber ich habe es ein bisschen dämlich gemacht, sagen wir es mal so. Mal schauen, ob es noch gut funktioniert. Ja, so viele Herzen will ich jetzt auf jeden Fall jetzt auch nicht groß verlieren. Mal schauen. Ich habe es irgendwie auf eine dämliche Art und Weise gemacht, auf jeden Fall. Hat sogar irgendwie auch funktioniert. Leider, man kann die Stacheln irgendwie, keine Ahnung, verbrennen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich gar nicht. Habe ich ja auch gar nicht. Ich war auch gar nicht auf den Gedanken oder so, wo ich das privat gezockt habe. Versuch es mal, aber ich glaube nicht. Nee. Schade. Nee, schade. Ah, verdammt, aber ich will eigentlich schon zum Schrein den wenigstens aktivieren. Wäre nämlich wunderschön. Und seitdem hätte ich vielleicht noch eine andere Rätsellösung zufällig. Dass wir halt irgendwo kurz hochklettern und da halt dann irgendwie abspringen. Geht das schon ab der Höhe? Ja, das geht schon ab der Höhe sogar. Einmal bitte den Eisenhammer. Danke. Noch ein Saphir. Ich habe erst später mal Saphir bekommen, privat beim Zocken. Jetzt bekomme ich jetzt schon Saphir. Alter, der bringt übelst heftig Kohle. Okay, dann machen wir hier den leichten Weg. Auf jeden Fall habe ich das privat sogar irgendwie drüber geschafft, auf jeden Fall. Da habe ich zwar übelst auf Schaden bekommen, aber es hat mich dann an dieser Stelle nicht gejuckt. Aber gut, machen wir den auf jeden Fall im Teleportziel schon mal freischalten. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part dann den Yahoo Dama Schrein. Und werden auf jeden Fall ein Wildpferd fangen, wenn wir genug Skill haben. Und dann werde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wie ihr Lust drauf habt. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao Leute, macht's gut.